Klappt André hoch! Lauf schießen! Auf die Akropolis! Helfen! Ja. Mit einem 8,4 Milliarden großen Rettungsschirm! Und daraufhin wird die Akropolis erblühen, erstrahlen, leuchten und es wird aufwärts gehen. Aber jawohl! Wird der Schirm nicht aufgehen? Auf den Sprung! Ihr seht hier den Sprungturm und die Wippe. Auf die Wippe kommt nun unser etwas geknickter Papandreou. Samos. Samos? Man muss ja mit der Griechisch reden. Ja, okay, gut. Nur die Anstellung drauf. Rizina. Gott, und auf den Sprungturm unsere Angie. Gott. Angie wird nun auf den und den Sprungturm auf die Wippe springen und Papandreou in die Luft jubeln. Dieser hängt an dem 8,4 Milliarden großen Rettungsschirm, trudelt langsam nach unten und landet auf der Akropolis. Und dann erblüht die Akropolis, strahlt im neuen Licht. Dank der Hilfe unserer Angie. So, schauen wir mal. Die Spannung weg. Angie, bist du soweit? Papandreou, halt dich fest, hast du den Rettungsschirm? Ja, den hält er ganz fest, den Rettungsschirm. Okay, zwei bis drei. Eins, zwei, drei, jawohl. Applaus, Applaus. Ja. Portugal! Oh, hier noch! Oh, Italien noch! Italien! Schluss mit dir! Ausgewachsene Schweinerei! Das ist jetzt. Ich höre da nicht mehr auf! 8,4 Milliarden verbrannt! Das erste Mal wieder! Also, das war's! Du fällst ganz schön die Leitung! Ihr seht, wir haben uns bemüht. Ja, doch, eigentlich schon. Da, aber weißt, wenn die anderen nicht. Aber das ist die Zukunft, die wird kommen. Die Zukunft. Unausweichlich. Unser Orakel sagt das und es brennt immer noch. Ach, das hat Deutschland auch schon erwischt. Du doch nicht den Teufel an die Wand. Ja, aber halt den Teufel an die Wand schreiben. Das ist einfach Tatsache. Vor allem Zukunft. Hilft nichts. Herrschaften. Leiden, aber nichtsdestotrotz, wir wollen mit den Spannungen. Ich muss trotzdem sagen, wir waren so kurz vor allem die, die jetzt von Anfang an dabei waren, die durchgehalten haben und unseren Spannungen angeschaut haben. Ja. Aber auch die, die dazugekommen sind. Ja, und die anderen so dumm schauen. Wir danken euch noch bei euch. Ja. Und wir schenken euch jetzt noch ein Hochfeuerwerk. Die Steuergeschenke habt ihr ja schon gekriegt. Ja, und wir sehen uns gern wieder aus, sowas so am Rande. Ihr wisst, der nächste Winter kommt bestimmt. Und so, wart halt mal. Und unser Winter ist hart, kalt. Und da können wir eigentlich keine Auftritte machen. Und was ist unsere armen Würmchen? Die fressen ja so viel. Also wenn jemand fürs Winterlager eine Spende übrig hat, die nehmen wir gerne. Und jetzt kriegt ihr euer Hochfeuerwerk und wir sagen danke. Danke. Ja, Hochfeuerwerk habe ich gesagt. Zünd halt an. Aber ich jetzt nicht gewusst, dass jetzt so weit ist. Danke, danke und danke. Jawohl. So. Du hast wieder mal ein Feldzünd und das ist doch immer ein Feldzünd. Nein, ich gibt da keine Produkte, die sind schon so mies. Das war's jetzt, schaut das weiter. Also, und weiß jemand noch, was übrig hat, Futter für die Tiere, Winterfutter für einen armen kleinen Zirkus, Dankeschön, Dankeschön. Jawohl, die Tiere werden es euch danken. Dankeschön.